Die Rosenladies Gerda Lewis und Diana Karloff zoffen sich heftig im Netz. Doch was werfen die einstige Bachelorette und das Ex-Bachelor-Girl sich vor? Und womit fängt ihr Beef überhaupt an? Promiflash gibt euch jetzt einen Überblick. Am Donnerstag veranstaltet die Marke Espadrille ein stylisches Event mit verschiedenen Influencerinnen und postet das Ganze auf Instagram. An sich nichts Neues in der Sparte Influencer-Marketing. Aber die ganze Aktion ist Diana, die auf ihrem Instagram-Profil auch gerne mal Produkte bewirbt, ein Dorn im Auge. Ich finde es so krass, wie viele konservative Brands es immer noch gibt, auch hier, was das Influencer-Marketing angeht. Und teilweise siehst du wirklich deren Cast-Auswahl, wie auch immer, an Influencern und die sehen alle gleich aus. Das sind alles blonde, hübsche, süße, kleine Girls oder Mädchen von neben. So Pferdemädchen sind das. Und ich finde es voll krass, wie einem als Unternehmen nicht auffallen kann, dass da einfach Diversität fehlt. Dass da vielleicht ein paar ausländische Girls fehlen, vielleicht auch ein paar Leute, die für irgendwas stehen und nicht alle gleich aussehen und denselben Content hier hochladen. Eines dieser Pferdemädchen, wie Diana sie nennt, ist Gerda Lewis. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin kann Dianas Sticheleien nicht auf sich sitzen lassen und schießt in ihrer Instagram-Story zurück. Wie armselig muss man sein, eine Brand öffentlich schlecht zu machen, die sich so viel Mühe gegeben hat, ein so schönes Event auf die Beine zu stellen, nur weil dir nicht passt, wer eingeladen ist. Du weißt doch gar nicht, wer eingeladen war, wer abgesagt hat und so weiter. Öffentlich darüber zu urteilen, zeigt einfach nur deinen Charakter. Wie missgünstig und nicht gönnerisch kann ein Mensch sein? Das geht echt zu weit. Weiter ärgert sich die Litauerin. Und ich finde, als unbeteiligte Person, wenn man halt einfach nicht weiß, wer tatsächlich eingeladen war und wer abgesagt hat, das habe ich eben ja auch schon erwähnt. Und ob man glaubt oder nicht, aber da waren auch tatsächlich Mädels eingeladen, die keine Pferdemädchen waren. Und auch zu sagen, es würden keine ausländischen Mädels eingeladen werden, stimmt auch nicht. Ich bin Ausländerin und ich glaube, so 40% der Mädels waren auch ausländisch, zumal die Haarfarbe ja auch nichts über die Herkunft einer Person aussagt. Mir ging es aber per se eigentlich nur darum, dass mir die Mädels leid getan haben von der Firma, die sich einfach so viel Mühe gegeben haben und so einen schönen Abend bereiten wollten. Vor allem der Begriff Pferdemädchen stößt neben Gerda auch vielen Instagram-Usern negativ auf. Doch Diana versucht sich nach dem Statement der 28-Jährigen zu verteidigen. Das Thema Pferdemädchen. Ich teile meine Inhalte ja mit meiner Community, die das alle verstehen. Das ist hier unser Insider. Das ist ein Running Gag. Meine beste Freundin Merle ist ein Pferdemädchen. Anni ist ein Pferdemädchen. Die Hälfte meiner Community besteht aus Pferdemädchen. Aber das ist halt, das versteht man nicht, wenn man mir hier nicht regelmäßig zuschaut. Verstehe ich auch. Aber trotzdem gibt das keinem das Recht, mir zu unterstellen, ich hätte jemanden beleidigt. Aber Diana nennt Gerda nicht nur indirekt Pferdemädchen. Die Brünette wirft der Blondine außerdem vor, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung zu haben. Auch hier schlägt Gerda zurück. Und zu behaupten, ich hätte eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, das ist einfach nur anmaßend, beschämt und respektlos, so etwas über eine Person zu behaupten, die man, wie sie ja selber sagt, nicht persönlich kennt. Abschließend betont Diana noch, eigentlich erhofft sie sich von ihrer Aktion nur mehr Diversität von gewissen Brands. Doch dabei schießt sie wohl ein bisschen übers Ziel hinaus und macht die Rechnung ohne Gerdas Temperament.